Da fällt mir was ein. Vielleicht kann ich euch ja nochmal kurz cannabispolitisch unterhalten. Ihr kennt ja alle unsere tolle Drogenbeauftragte, die Frau Ludwig. Ja? Ja? Und Frau Ludwig weist ja immer, in letzter Zeit hat sie sich ja zum Wahlkampf, was Cannabis betrifft, auch mal wieder so ein bisschen zurückgenommen, hat sogar irgendwas von Ordnungswidrigkeit gefaselt und verweist immer auf das portugiesische Modell. Und da möchte ich euch für eure privaten Treffen vielleicht mal ein bisschen Infos geben, was das portugiesische Modell denn so ist. Denn habe ich heute hier auch schon von ein paar Politikern gehört, in Portugal, da machen die das ja alles viel besser mit dem Cannabis und so, und die quatschen das irgendwie gegenseitig immer hintereinander ab oder voneinander ab. Denn in Portugal ist Cannabis nicht mehr und nicht weniger entkriminalisiert als in Deutschland. Ja, das wissen die wenigsten, das scheint die Frau Ludwig auch nicht zu wissen. Ja. In Portugal sieht die Cannabis-Entkriminalisierung ein wenig anders auf dem Papier aus. Da kriegt man dann zwar keine Strafanzeige mehr, ja, man kriegt aber trotzdem natürlich das Cannabis abgenommen. Und dann gibt es eine Meldung an, das ist so eine Art örtliche Drogenbehörde. Die besteht aus 4 Mitgliedern und die entscheiden dann, ob man drogensüchtig ist oder nicht. Und da ist dann wiederum von abhängig, welche Maßnahmen man dann wegen einer geringen Menge Cannabis machen muss. Also ob es dann gar keine Maßnahmen sind oder ob man eine Therapie machen muss. Und das ist eigentlich nichts anderes als bei uns, wenn man mit einer geringen Menge erwischt wird. Deswegen gebe ich euch so ein bisschen Rüstzeug mit für private Diskussionen, wenn es mal wieder darum geht, das portugiesische Modell sei doch so vorbildlich für Deutschland. Glaubt das nicht, guckt einfach mal, was in Portugal eigentlich abgeht und warum ist das so. Das portugiesische Modell ist 20 Jahre alt und wurde gar nicht gemacht, um Cannabis zu entkriminalisieren. Das hatten die damals gar nicht im Sinn. Die wollten Junkies von der Straße kriegen. Die hatten ein riesiges Problem mit Herointoten. Und daraufhin wurde der Konsum von harten, sogenannten harten Drogen entkriminalisiert. Und da konnte man im selben Atemzug natürlich nicht Kiffer härter bestrafen als Leute, die harte Drogen nehmen. Und dann hat man Cannabis im Prinzip in diesem Gesetz, was für die harten Drogenuser gemacht war, mal mitgenommen. Aber das Gesetz hat mit Cannabis-Entkriminalisierung sehr wenig zu tun, was man auch daran sieht, dass in Portugal zum Beispiel schon für eine Pflanze es wieder eine Strafanzeige gibt. Ja? Also in Portugal ist der Anbau von Cannabis auch gar nicht mit entkriminalisiert worden. Das heißt, nur wer mit einer geringen Menge erwischt wird, kriegt ähnlich wie bei uns zwar keine Strafe, sondern so eine Art Erziehungsmaßnahme reingedrückt. Und das wird dann aber auch von Dritten entschieden, wie das Konsummuster ist. Und also wer auf das portugiesische Modell verweist, hat von Cannabispolitik, denke ich, relativ wenig Ahnung. Und ich hoffe, ihr nehmt das Rüstzeug mit in die nächste private Diskussion, die ihr habt. Und hoffe, dass Uwe Banton jetzt soweit ist. Ist der Sound? Geht der Sound? Wir probieren es. Sieht gut aus.